Quatsch. Kurznachrichten. Und nun, das Dossier. Mit großer Freude übergebe ich das Mikrofon Ivan Rodionow. Er spielt Musik und morgen gibt es den letzten Teil unseres Interviews. Der dritte Interpret, Aquarium und Boris Grebenschikow, kommt auch aus St. Petersburg. Ist auch einer der absolut, das ist ein Dinosaurier der russischen Rockmusik. Und jedem, der auch nur eine flüchtige Berührung damit erlebt hat, sicherlich ein Begriff. Aber ich habe mir eine Platte und ein Lied ausgesucht, das nicht unbedingt unter den so Top 10, 20 des Aquarium-Musikschatzes ist, sondern ein Titel aus dem Album Ruski Album, das russische Album von Boris Grebenschikow, sein Solo-Album aus den frühen 90er. Was auch sehr den damaligen Zeitgeist mitgenommen hat und widerspiegelt auch die Phase von Grebenschikow, wo er sich mit der russischen Folklore auseinandergesetzt hat und das Land bereist hat, die Provinz, die Wolga-Gebiete. Dieses Lied heißt Die Pferde der, und das ist wirklich das Knackwort, Koni Bespridela auf Russisch. Bespridel ist eigentlich, kommt aus der Ganoven-Sprache und heißt so viel wie grenzenlose Willkür. Oder eben auch, kann auch positiv behaftet sein und bedeutet dann Grenzenlosigkeit. Ich würde mich jetzt auf Anhieb für die Grenzenlosigkeit entscheiden, für die Übersetzung. Also das Lied heißt Die Pferde der Grenzenlosigkeit. Вышли мы в присядку, мундиры в оборку. Солдатики львы, синие глаза. Как взяли, повели нас дорогами странными. Вели да привели. Птица бледная с глазами окаянными. Что же, спой мне, птица, может, я попляшу. Спой мне, птица, сладко ли душе без тела. Легко ли быть птицей, да так, чтобы не петь? Сопрягай мне, Господи, коней беспредела. Я хотел пешком, да видно мне не успеть. Чем мне их кормить, если кони не сыты? Как их напоить, они не пьют воды? Шелковые гривы над душами завиты. Острые копыта. А вот и все мои товарищи, водка без хлеба. Один брат сирена, другой брат спас.
третий хотел дойти ногами до неба. Но выпил, долбался, вот и весь сказ. Ах, вылетела пташка, да не долетела. Заклевал коршун до голубя, запрягли, всну сдали мне коней беспредел. А кони понесли, да все впрочь от тебя. Отче мой, Сергие, отче Серафиме, звезды наверху, а снег на пути. Bei Grebenschikow steht auch die Lyrik ganz vorne. Er ist wirklich mit Abstand einer der größten, wichtigsten Lyriker der russischen Rockmusik. Aber im Unterschied zu Voskresenje und ihrem Frontmann Alexei Romanov schreibt Grebenschikow seine Texte in einem völlig anderen Genre. Das sind assoziative, sehr ambivalente Texte, die eigentlich keine Geschichten erzählen und fast schon, man kann überspitzt sagen, denen der Zusammenhang eigentlich fehlt. Das sind eben assoziative Wortkreationen und Wortmosaiken. Deswegen ist es eine sehr undankbare Arbeit, diese Texte ins Deutsche zu übersetzen oder überhaupt in eine Fremdsprache zu übertragen, denn sie ergeben ja ehrlich gesagt wenig Sinn. Sie sind sehr auch, wie gesagt, folkloristisch geprägt und was ich sehr toll finde an diesem Album, da hat er diese These gehört leider nicht mir, sondern einem schlauen, klugen Musikkritiker, sein Gefühl von Russland sehr, sehr gut wiedergegeben und dieses Gefühl verbindet das Schöne, das Lustige und das Schreckliche. Also diese Kombination, diese Synthese aus dem Sonnigen und dem Düsteren, macht es aus. Die Pferde der Grenzenlosigkeit stark angelehnt an russische Folklore, Folklore-Dichtung und Folklore-Liedergut. Wir fuhren und fuhren, bergauf, bergab. Da ging uns die Achse am Wagen verloren. Wir kamen zum Tanz heraus, die Uniformen mit Rüschen besetzt. Soldaten der Liebe, blaue Augen. Wie sie uns auf seltsamen Straßen führten. Sie führten uns und brachten uns ans Ziel, wie ich sehe. Es sitzt ein bleicher Vogel mit verfluchten Augen. Nun sing mir was, Vogel, vielleicht tanze ich dazu. Sing mir, Vogel, ob es der Seele ohne Körper gut geht, ob es einfach ist, ein Vogel zu sein, ohne zu singen. Spanne mir, Herr, die Pferde der Grenzenlosigkeit ein. Ich wollte zu Fuß gehen, aber ich käme zu spät. Und wie soll ich sie füttern, wenn die Pferde nicht satt werden? Wie soll ich sie tränken? Sie trinken kein Wasser. Seidige Mähnen sind geflochten und duften scharfe Hufe, scharlachrote Spuren. Das sind nun alle meine Kameraden, Wodka ohne Brot.
Ein Bruder heißt Sirin, das ist ein Zaubervogel in den russischen Märchen, und der andere heißt Erlöser. Und der dritte wollte zu Fuß in den Himmel laufen, aber hat sich besoffen, ist hingefallen, Ende der Geschichte. Ach, der Vogel ist ins Freie geflogen, aber nicht zum Ziel gekommen. Der Falke hat die Taube zerhackt. Sie haben mir die Pferde der Grenzenlosigkeit eingespannt und den Zaum angelegt, aber die Pferde haben mich fortgerissen, immer weiter von dir. Wir wollten uns in Damen umwandeln, verpassten aber die richtigen Karten. Alle unsere Trümpfe liegen im Dreck, egal wie man es dreht und wendet. Mein Vater Sergius, mein Vater Seraphim, oben sind die Sterne und der Schnee liegt auf dem Weg. Radio Marabu. Europe's Alternative Music. Also bei den Texten von Grebenschikow soll man nicht viel sozusagen inhaltlich vielleicht erwarten, erst recht nicht in fremdsprachliche Übersetzung. Da entscheidet der Rhythmus und der Klang und diese Klangmalerei. Und unsere dritte Band kommt auch aus St. Petersburg. Das ist die vielleicht auch im Ausland berühmteste russische Band Kino mit dem Frontmann Viktor Tsoi, der sehr früh gestorben ist in einem Autounfall. Und der hat vielleicht auch den größten und den wichtigsten, auch politisch und gesellschaftlich den wichtigsten Titel hinterlassen. Wir wollen Veränderung oder wir verlangen Veränderung. Das ist aber auch ein interessanter Fall, wo sich das Kunststück von dem Künstler sich verselbstständigt und plötzlich eine Bedeutung und eine völlig neue Konnotation erlebt, dass der Künstler ihm überhaupt nicht verleihen wollte. Der Viktor Tsoi war völlig unpolitisch. Das muss man bedenken. Er war ein Heizmeister in einer, also damals musste man beschäftigt sein, formell beschäftigt sein in der damaligen Sowjetunion, um jetzt nicht strafrechtlich strafbar zu werden, pardon. Und Viktor Tsoi, der keine formelle, keine akademische Bildung bekommen hat, ein Autodidakt war, der verbrachte seine Zeit eben damit oder eben um formell beschäftigt zu sein. Betreute so Heizkessel in einer Fernwärmezentrale. Und dort schrieb er auch seine ersten Musikstücke. Und einer von diesen heißt Veränderung oder im Plural Veränderungen, das dann zu einer Hymne der Perestroika wurde und es entstand eine Anekdote, die, glaube ich, von Michail Gorbatschow selbst losgetreten würde, als hätte Gorbatschow in den frühen Perestroika-Jahren, so um 1985 herum, den damaligen sozusagen kommunistischen Fundamentalisten Andrei Gromyko angerufen und gesagt, haben Sie gehört, die Band Kino singt jetzt, wir wollen Veränderung. Wir müssen uns genau überlegen, wie wir unsere Politik aufbauen. Das ist erfunden offensichtlich, weil das Lied erst 1986 entstanden ist und richtig bekannt und berühmt wurde es dank dem Kinofilm Assa von Sergei Solovyov, in dem Wir wollen Veränderung zum Schluss aufgeführt wird. Und wirklich, ich kann mich noch erinnern, wie ich damals mit 23 Jahren diesen Film gesehen habe. Und wenn zum Schluss dann Viktor Tsoi rauskommt und dieses Lied erklingt, dann war es nichts als Gänsehaut. Es war wirklich ein Moment, wo einem der Atem stockt. Und jetzt also Kino, Veränderung.
и больше нет ничего. Все находится в нас. Veränderung von Kino und Viktor Tsoi, also vielleicht das meist vereinnahmte und missbrauchte, politisch und ideologisch missbrauchte Lied überhaupt, weil es jede Protestbewegung, welche auch immer in der ehemaligen Sowjetunion, sich dann unter den Nagel gerissen hat und dieses «Мы ждем перемен», «Wir wollen oder wir warten auf Veränderung», haben sie dann eben für sich gebraucht und für ihre jeweiligen partikularen Interessen und Ideen, was Viktor Tsoi überhaupt nicht gemeint hat mit diesem Lied. Aber das ist ja die Stärke des Künstlers. Er hat aufgegriffen, was eben in der Luft lag. Damals in seiner Fernwärmezentrale, er hat es gespürt, er hat es aufgegriffen, vielleicht als eine Art als Medium. Ich möchte bitte nicht, dass das jetzt esoterisch klingt. Aber er hat es eben als Text, als Lyrik und als dazu mit diesem Musikstück einfach wiedergegeben wie kein anderer. Dieses Lied ist ja wirklich vielleicht das bekannteste russische Rockmusikstück auch im Ausland, ist auch ins Deutsche übersetzt worden, man kann es finden, aber ich habe mir trotzdem diese Freude nicht verkneifen lassen, das zu übersetzen. Der Text ist auch jetzt nicht unbedingt ein Juwel der Lyrik, aber in dieser Einfachheit, in diesem Rudimentären, das so Viktor Tsois Lyrik gekennzeichnet hat, liegt auch nicht nur der Charme, liegt auch die Magie, würde ich vielleicht etwas pathetisch sagen. Also Kino, Veränderung. Grüner Glasschimmer statt Wärme. Rauch statt Feuer. Ein Tag herausgerissen aus dem Netz des Kalenders. Die rote Sonne verglüht zu Asche. Der Tag verbrennt mit ihr zusammen. Ein Schatten fällt auf die glühende Stadt. Veränderung ist, was unsere Herzen verlangen. Veränderung ist, was unsere Augen verlangen. In unserem Lachen und in unseren Tränen und in den pulsierenden Adern. Veränderung. Alles schreit nach Veränderung.
Elektrisches Licht setzt den Tag fort und die Streichholzschachtel ist leer. Aber auf dem Herd in der Küche brennt die blaue Gasblume. Zigaretten in der Hand, Tee auf dem Tisch. Dieses Muster ist einfach und es gibt da nichts mehr. Alles liegt in uns. In unserem Blick liegt keine besondere Weisheit. Unsere Hände kennen keine geschliffenen Gesten. Wir brauchen das alles nicht, um einander zu verstehen. Zigaretten in der Hand, Tee auf dem Tisch. So schließt sich der Kreis. Und plötzlich haben wir Angst, etwas zu ändern. Zweimal das Refrain. Veränderung ist, was unsere Herzen verlangen. Veränderung ist, was unsere Augen verlangen. In unserem Lachen und in unseren Tränen und in den pulsierenden Adern. Veränderung. Alles schreit nach Veränderung. Perimien, bestimmt perimien. So hat Viktor Zoy damals gesungen. Sehr früh gestorben. Einen absolut einzigartigen Musiknachlass hinterlassen. Aus seinem kurzen, aber sehr, sehr reichhaltigen künstlerischen Leben. So, ich hoffe, Ihnen jetzt einen kleinen, wenn auch etwas chaotischen Einblick in die russische Musik gegeben zu haben, damit zumindest die Lieder, die ja wie Lehre mich zu leben, für mich persönlich eine große Bedeutung haben oder eben im Allgemeinen, besonders für die in der gesellschaftlichen Entwicklung meines Landes, eine große Rolle gespielt haben, wie Veränderung von Viktor Zoy und der Band Kino. Ich würde gerne das noch weiter vertiefen und ausbauen. Ich habe noch einige Vinylplatten da bei mir in der Sammlung, die ich gern präsentieren würde. Und wenn das euch zusagt, dann würde ich mich freuen, Sie auch ein nächstes Mal hier begrüßen zu können und mit den einigen russischen Liedern zu langweilen. Tschüss! Lieber Ivan Rodionow, gerne mehr davon. 23. Juni 2024, der Kultursonntag auf Radio Marabu, die kleine Audiodatei. Alle haben sich über die Tagesschau in einfacher Sprache lustig gemacht. Ich wollte das zunächst erstmal hintanstellen, jetzt kann ich mich aber doch nicht zurückhalten. Für Klo gibt es auch ein anderes Wort. Toilette nämlich. Als ich damals kommerzielles Radio gemacht habe, wurde mir beigebracht, keine allzu anspruchsvollen Sätze zu bilden. Die Menschen verstehen das nicht. Das war in den 90er Jahren. Diese Menschenverachtung, diese Verachtung des Publikums konnte ich irgendwann nicht mehr ertragen. Als Mensch nicht, aber auch politisch nicht. Weil in der Entsprachlichung liegt eine Wurzel dessen, was als Faschismus endet. Putin in Nordkorea. Dieses finstere Land hat übrigens eine Analphabetenrate von 0%. Offiziell, laut Liste, hat das Deutschland auch. Dennoch schreibt zum Beispiel der Deutschlandfunk im Zusammenhang mit der Tagesschau in einfacher Sprache von 6,2 Millionen funktionalen Analphabeten. Für Klo gibt es auch ein anderes Wort. Toilette nehmen. Und wieder bin ich glücklich darüber, in einem Land aufgewachsen zu sein, in dem das Bildungsmonopol der Reichen gebrochen war. Jeder Pädagoge war genau darauf stolz. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Der Taurus ist noch nicht geliefert. Drohnenangriffe auf russische Regionen wurden abgewehrt. Der Chef des russischen Auslandsgeheimdienstes gibt bekannt, Russland habe Beweise für die Rolle der CIA im Ukraine-Konflikt. Die Zeitung The Intercept schreibt, das Neonazi-Bataillon Azov soll 2023 Hilfe aus den USA erhalten haben, trotz eines Verbotes. Maria Sacharowa, Moskau wird Kiew die Möglichkeit nehmen, Energieanlagen anzugreifen. Sacharowa! Aber erneut wurde seitens Kiew Energodar beschossen, das liegt direkt neben dem Atomkraftwerk Zaporozhye. Alexander Vucic-Interview hin und her. Auch Serbien hat seit dem Jahr 2022 Munition im Wert von rund 800 Millionen Euro an die westlichen Verbündeten der Ukraine geliefert, berichtet Financial Times. Vucic gab das auch zu. Belgrad habe Freunde sowohl in Kiew als auch in Moskau. In der Ukraine wächst die Kritik an Armeechef Sirski. Interessant, dessen Sohn steht eher auf der russischen Seite. Sirski selbst ist russischstämmig und wohl auch russischsprachig. Widerspruch. Washington verbietet Kiew Angriffe auf russische Flugplätze mit US-Waffen. Das berichtet die Washington Post. Euronews Deutsch. Pentagon erlaubt der Ukraine Einsatz von US-Waffen gegen Ziele im russischen Hinterland. Der britische Guardian schreibt, Sergei und Julia Skripal, die angeblich mit Novichok vergifteten, weigerten sich zu einer öffentlichen Anhörung im Fall zu erscheinen. Springers Welt berichtet, der Flugzeugträger Eisenhower verlässt das Rote Meer. Ersatz soll bereits in der kommenden Woche eintreffen. Ein Containerschiff wurde bei einem Houthi-Angriff beschädigt. Zehntausende demonstrieren gegen die israelische Regierung. Tel Aviv
Die Organisatoren gaben 150.000 Menschen an, sprachen von der größten Protestaktion seit Beginn des Gaza-Kriegs. Todeszahlen mittlerweile 37.550. Ich übernehme vom ORF Todeszahlen im Gazastreifen. Im Iran hat der oberste Gerichtshof gegen einen iranischen Rapper eine Todesstrafe aufgehoben. Flugzeugträger hier, Flugzeugträger da. Ein atomgetriebener trifft in Südkorea ein. Natürlich ein US-Flugzeugträger. Theodore Roosevelt. Er wird an gemeinsamen Militärübungen mit dem Gastgeberland Südkorea und Japan teilnehmen. Wieder eine Provokation gegen Nordkorea. Der Westen nennt es Politik. Putin in Nordkorea. Gerne in einfacher Sprache. Großdemonstrationen gegen die NATO in Kaiserslautern. Gegen die Rammstein Airbase. Es sprach dort unter anderem der Friedensaktivist Daniele Ganser. Neue INSA-Wahlumfrage in Sachsen. AfD ist vorn, BSW auch stark. 15%. AfD 30, CDU 29, die Linke unter 5, SPD und Grüne 7. Die Tagesschau berichtet, die AfD zählt mehr Mitglieder. Sie schreibt, trotz der Skandale um die Kandidaten zur Europawahl, die Einstufung als Verdachtsfall oder das Treffen von Potsdam. Ich kommentiere, weil sich wahrscheinlich auch für Menschen, die sonst mit einfacherer Sprache hantieren, sichtbar herausstellt, dass es eben keine Skandale waren, sondern Medieninszenierungen seitens Medien wie der Tagesschau. Jede Inszenierung dieser Art ist mir Verachtung vor Demokratie. Die AfD ist eine demokratisch legitimierte Partei. Bei weitem nicht nur im Osten, auch ARD. Auf der Schwäbischen Alb gibt es ein AfD-Hoch. Im baden-württembergischen Burladingen. Burladingen, da dämmert es mir doch. Hier hat Trigema, der letzte verbliebene Textilbetrieb, seinen Sitz. Er produziert noch vor Ort. Die Tagesschau berichtet das auch ganz am Ende. Da, wo keiner mehr liest. Sie zitiert Bonita Krupp, die Tochter von Wolfgang Krupp. Diese wird zitiert, es wäre schade, dass das AfD-Ergebnis bei der Europawahl so hoch ausgefallen ist. Also zumindest als Werbenden für die Grünen und die SPD habe ich ihren Vater nicht in Erinnerung. Der Beste kommt zum Schluss und zwar aus meinem Heimatland. Bodo Ramelow in der Berliner Zeitung. Im Grundgesetz sollte stehen, dass Deutschland keine Waffen in die Welt liefert. Ich habe vor 10 Jahren vor Ramelow Wahlkampf gemacht, damals übrigens noch gemeinsam mit Dieter Dehm. Ich kann mich nicht an eine Gelegenheit in den letzten 10 Jahren erinnern, dass Bodo Ramelow als Landesvater die Gelegenheit genutzt hat, explizit auf diese Dinge hinzuweisen. Also wenn mich jemand von den Linken entfremdet hat und die Wahlergebnisse von Sarah Wagenknecht zeigen ja, ich war nicht der Einzige, dann Bodo Ramelow. Sonst ein sympathischer Mann. Ohne Frage. Sicher auch ein guter Politiker. Aber hier sind Gelegenheiten verstrichen. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass auch er als jemand, der aus dem Westen kam, sich nicht 5 Minuten mit den Menschen im Osten ernsthaft befasst hat. So eine Wolken, Regen, Gewitter eher im Süden. Bis Mitte der Woche schön, dann neue Gewitter. Im Osten sommerlich, schwül, warm. Marcello, herzlichen Dank. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Machabu, Alternative Music.